Bohren in Wände, Stein, Holz oder Metall und das alles ohne danach sauber zu machen, wie das geht, verrate ich euch in diesem Video. Mein Name ist Marc Molder und willkommen zu diesem Tutorial. Wie wir alle wissen, gibt es beim Bohren immer ein lästiges Nebenprodukt. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel Stein bohren, entsteht sehr viel Staub. Wenn dieser nach unten fällt, haftet er sich sehr stark an dem Boden an oder an der Wand an und ist meistens auch nicht mehr so ohne weiteres entfernbar. Um dieses zu verhindern, habe ich mir hier was einfallen lassen und das möchte ich euch hier zeigen. Was wir hierfür benötigen, ist etwas Klebeband und eigentlich ein x-beliebiges Blatt Papier. Das kann eine Zeitung sein oder sogar ein alter Pappkarton. Das Prinzip ist sehr simpel. Wir wollen exakt an dieser Stelle eine Bohrung setzen, meinetwegen um ein Bild aufzuhängen und um zu verhindern, dass das Bohrmehl hier die Wand herunterrieselt, eventuell an der Wand kleben bleibt oder am Fußboden kleben bleibt, machen wir Folgendes. Wir nehmen uns ein DIN A4 Blatt, eine Zeitung oder ein Stück Pappe, kleben ein Stück Klebestreifen so auf das Papier und kleben diesen direkt unter die Bohrung. Wir könnten sogar das Papier über die Markierung kleben und somit durch das Papier hindurch bohren. Das hätte noch einen Vorteil. So würden wir zum Beispiel, wenn hier Tapete aufgeklebt wäre, diese Tapete nicht ausreißen. Ich mache das hier einfach mal. Ich klebe das hier so drüber. Wir machen nochmal unser Zeichen etwas sichtbarer. Wir sehen es ja hier hindurch. Nun nehmen wir ein längeres Stück Klebeband, kleben das hier oben an der Wand fest. Einmal links, einmal rechts. Nehmen unser Papier, klappen es nach oben und fixieren es so an der Wand mit dem Klebeband. Auf der anderen Seite machen wir dasselbe. Wenn ihr sehr große Löcher bohrt, könnte sehr viel Bohrmehl entstehen. Da haben wir das Problem, dass das eventuell hier seitlich austritt. Also kleben wir hier einfach die Seiten zu. Ihr könnt die Seiten auch einfach zufalten, aber mit dem Kleben, das hält meistens etwas besser. Jetzt haben wir hier eine Art Tasche, die entstanden ist. Diese können wir nochmal etwas nach außen auswölben, dass auch wirklich alle Späne hineinkommen. Und jetzt kommen wir zu unserem Bohren. Damit wir in etwa sehen, wie viel Dreck hier runter rieselt, lege ich ein weißes Blatt Papier hier nochmal unter, damit wir zum Schluss das Endergebnis nochmal sehen. Nun nehme ich meine Schlagbohrmaschine und bohre einfach hier mein Loch. Damit ich das komplette Restmaterial, was sich noch im Loch befindet, auch erwische, nehme ich den Bohrer noch einmal und schiebe ihn etwas in das Loch und ziehe ihn wieder beim laufenden Motor heraus. Nun schauen wir uns unser Stück Papier an, was ich unter den Stein gelegt habe. Wir sehen, es sind zwar einige Reststücke darauf, aber es ist doch sehr, sehr wenig. Jetzt schauen wir in unsere Auffangvorrichtung. Diese können wir hier einfach abnehmen. Und hier befindet sich nun unser komplettes Bohrmehl. Und somit haben wir unser Loch in die Wand gebohrt, ohne größere Verschmutzungen oder Verunreinigungen zu verursachen, können jetzt in Ruhe unser Bild aufhängen und haben keine weiteren Arbeitsschritte. Dieser Trick funktioniert natürlich auch bei anderen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder in was auch immer ihr bohren möchtet. Klebt einfach euren Auffangbehälter darunter und bohrt los und somit habt ihr keine lästigen Späne. Besonders bei Metall kann ich euch das empfehlen, besonders wenn man im Außenbereich bohrt. Gerade Metallspäne im Außenbereich sind sehr kritisch. Diese Metallspäne rieseln nach unten, man erwischt nicht alle beim Aufkehren und nach dem nächsten Regenguss rostet dann unsere ganze Unterfläche. Und noch ein kleiner Zusatztipp, sollten doch mal Bohrspäne heruntergefallen sein, so machen viele Leute folgenden Fehler. Entweder sie versuchen diese Bohrspäne wegzuwischen oder wegzukehren. Dieses funktioniert zwar einigermaßen, allerdings sehen wir, es bleiben immer diverse Rückstände zurück. Und diese können wir nicht mehr entfernen. Ich empfehle euch immer, diese Späne aufzusaugen. Denn nach dem Aufsaugen bleiben kaum noch Rückstände zurück und ihr habt euer Bohrmehl nicht in den Untergrund eingerieben, wie es nun leider beim Kehren oder Wegwischen oftmals passiert. So, damit sind wir dann auch am Ende dieses Videos angelangt. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach hier diesen Kanal oder einen meiner anderen Kanäle, denn dort werden regelmäßig sehr interessante Videos von mir hochgeladen. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.